Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Florian wurde im Jahre 1989 in Emden geboren und ist im schönen Oldenburg aufgewachsen. Dort absolvierte er die Sonderschule, bevor er in Bremen eine Ausbildung als Koch begann. Im Jahr 2011 zog es ihn in die Schweiz. Als Gründer, Unternehmer und E-Commerce-Experte lebt er heute in der Schweizer Gemeinde Zug und ist Inhaber mehrerer profitabler Online-Shops und einer erfolgreichen Werbeagentur. Das Fundament für sein umfangreiches Wissen und seine vielen Erfahrungen wurde durch ein erfolgreiches Netzwerk mit anderen Unternehmern gelegt. So kaufte er sich in One-on-One-Session ein, um seine Fähigkeiten auf das nächste Level zu bringen. In seinem Leben hat er einen sechsstelligen Betrag investiert, um sein Wissen zu erweitern und es nun an uns weiterzugeben. Florian sind Themen wie E-Commerce und Unternehmertum besonders wichtig, für die er sich über seine POD-Ausbildung besonders bei jungen Menschen stark macht. Sein Leben hat sich vollkommen verändert. Als Sonderschüler ohne große Perspektiven kennt er nämlich auch die Schattenseiten des Lebens. Inzwischen kann er zahlreiche Erfolge aufweisen und führt ein erfülltes Leben mit seiner Frau Sophia. Und jetzt kommt noch etwas Besonderes dazu, denn Florian ist zum ersten Mal jemand, der aus meinem inneren Circle kommt und der seit Monaten mein Marketing im Background managt. Er tritt mehr oder weniger heute so zum ersten Mal, zumindest auch im Panzerknacker, in Erscheinung und wir haben uns gedacht, dass wir ein gemeinsames Projekt starten und darüber werden wir heute reden, denn Florian kann eine Sache, die ich noch absolut überhaupt nicht kann und ja, wir haben ja gerade alle ein bisschen Zeit und jetzt werden wir mal rausfinden, was das ist. Florian, herzlich willkommen, diesmal mal vorm Mikrofon, nicht hinterm Mikro und schön, dass du da bist. Wir haben was Tolles gemeinsam. Erste Frage, dir geht's gut? Mir geht's ausgezeichnet. Danke für das Intro. Ja, voll gerne. Ja, grüezi und hallo. Ihr könntet Schweizerdeutsch reden, hm? Nein? Ja, sicher. Ja. Machen wir nicht, tun wir den Schweizer nicht an. Wir sind gar nicht so weit voneinander weg, auseinander. Und du hast ja deinen Wohnort, der ja eigentlich zweigeteilt war, Spanien und Schweiz, jetzt wieder aufgegeben und es ist Rheinschweiz, ne? Richtig, ja, weil die Frau gerne wieder zurück in die Heimat wollte. Meine Firma ist hier. Bin natürlich viel gependelt zwischen Barcelona, Schweiz, Deutschland und Österreich und von daher kommt es mir sehr zugute, dass wir wieder in die Schweiz gelandet sind. Ja, hat Vorteile. Sonne ist nicht so doll. Das ist, aber es gibt überall Vor- und Nachteile. Okay, wir haben uns vor ein paar Tagen unterhalten, das war diese Woche, heute haben wir Donnerstag, es war Montag oder Dienstag, ne? Haben uns unterhalten, haben uns so über die Auswirkungen ein bisschen vom Virus unterhalten und was wir so machen könnten. Und da hast du mir gesagt, du Markus, im Gegensatz zu den meisten bin ich total entspannt, weil meine Shops rennen weiter. Und da habe ich gesagt, was für Shops hast du eigentlich? Und da hast du gesagt, du, meine Marketingagentur ist eigentlich nur nebensächlich. Meine Haupteinnahmequelle sind meine Shops. Und zwar meine Shopify-Shops. Und da sage ich, alter Verwalter, ich habe schon mal davon gehört, habe mich noch nie damit befasst. Ist es schwierig, sowas aufzubauen? Da sagst du, nö, kann ich dir in 2-3 Wochen beibringen. Sag ich, locker, ja. Ja, sagt er, wenn ich das kapiert habe und ich bin Sonderschüler, dann kapiert es jeder andere Schlaue da draußen auch. Und das kann ich jedem beibringen. Und jetzt haben wir echt beschlossen, dass wir ab sofort, ab nächste Woche, werde ich ausgebildet. Wir machen eine kleine Zehnergruppe. Und Florian baut einfach mal einen Shopify-Shop auf. Und wir schauen ihm dabei über die Schulter und schauen mal zu, wie schnell das Ding 10.000 Euro verdient. Ist im Prinzip so richtig, was ich gesagt habe, oder? Das ist richtig und die Challenge ist im Endeffekt leicht zu erreichen. Wenn man die gewisse Strategien befolgt, die ich sage, dann kann das im Endeffekt jeder Hans und Franz kann das dann erreichen in kürzester Zeit, sag ich mal, 10.000 Euro Gewinn erzielen mit seinem eigenen Online-Shop. Was ist Shopify?
Shopify ist im Endeffekt nur eine Plattform, ein Hoster, wo du deinen Shop erstellen kannst und wo darüber deine Bestellung läuft, etc. Ja, und ich habe ja jetzt vor 2 Tagen noch gedacht, Shopify ist nur ein Add-on für WordPress, aber das ist ja gar nicht so, ne? Nein, das ist eigenständig, ja. Also bei WordPress Shopify hast du das WooCommerce, was du da hinzufügen kannst als Plugin, und Shopify ist komplett unabhängig von jeglicher Form. Genau. Alles klar. Was kostet mich Shopify? Shopify kostet, der Starter kostet $30 im Monat. Ich würde mal sagen, das ist kein großes Investment für das, was man dann am Ende dann rausbekommt. Und ja. Und kann ich da dann, wenn ich so eine Starter-Plattform habe, kann ich da dann mehrere Shops eröffnen oder muss ich jedes Mal für jeden Shop? Nein, jedes Mal, okay. Jedes Mal musst du dann neues, genau. Verstehe. Ich melde mich an, ich lege los und zwar so, wie du das sagst. Und dann habe ich im Prinzip eine Webseite. Muss ich da nicht noch eine Domain kaufen? Eine Domain gehört natürlich dazu. Aha. Genau, du kannst dir über GoDaddy kannst du dir, deine Domain sichern. Ich mache das über AllInkel, weil die haben immer diese Package dabei, dass du zum Beispiel 20 Domain gleichzeitig zur Verfügung hast. Und im besten Fall kann man natürlich mehrere Shops aufbauen, wenn man einmal verstanden hat, wie es geht. Dann hast du nicht nur einen Shop, was funktioniert, sondern hast du wahrscheinlich 3, 4, 5 verschiedene Nischen. Und dann ist natürlich wie AllInkel, wo du unterschiedliche Domains dir sichern kannst und dementsprechend dann deine Online-Shops veröffentlichen kannst. Okay. Wie finde ich Leute, die dann auf diesen Online-Shop draufgehen? Ich meine, es gibt ja schon zehntausende Online-Shops im Internet. Wie werde ich denn da gefunden? In erster Linie müssen wir natürlich wissen, in welche Nische wir genau reingehen wollen. Ja, das ist, sag ich mal, die größte. Das verraten wir jetzt auch nicht, weil das kommt ja in die Ausbildung. Nee, natürlich nicht, aber es ist natürlich, es gibt natürlich unterschiedliche Nischen. Es gibt profitable Nischen, es gibt weniger profitable Nischen. Und wenn du die erstmal herausgefunden hast, dann, und du weißt, wie deine Zielgruppe spricht, wie die sich verhalten, dann schaltest du einfach dann deine Facebook-Ads, du schaltest dein Instagram zum Start und dann geht es natürlich dann irgendwann weiter, soweit du über soziale Netzwerke erfolgreich bist, dass du dann auf Google Ads und sowas dann schaltest. Okay. Und wie schnell komme ich da in die Gewinnzone rein? Nach einem halben Jahr oder? Nein, also du kannst innerhalb von einem Tag kannst du schon deine ersten Verkäufe haben. Mein erster Online-Shop hatte ich die Facebook-Ads geschaltet und ich glaube, 3 Stunden später hatte ich schon 4 Sales drin gehabt. Ach was. Also es ist alles möglich. Wie gesagt, die Vorarbeit ist die größte Arbeit dabei, immer herauszufinden, wo ist die Nische, welche ist profitabel, wie groß ist der Markt. Und wenn du das einmal herausgefunden hast, vom Anfang reichen auch Anfänger-Skills, um mit Facebook-Ads zu schalten und dann direkt auch profitabel zu werden und deine erste Umsätze zu machen. Mhm. Wie viele Shops hast du inzwischen und wann hast du angefangen? Also ich habe jetzt aktuell 4 Shops und angefangen habe ich vor 4 Jahren, hatte ich meinen ersten Shop gehabt. Das war aber damals noch Dropshipping. Inzwischen mache ich Print on Demand. Und so hatte ich dann im Endeffekt angefangen. Warum? Ja. Warum? Warum bist du umgestiegen auf Print-on-Demand? Trip-Shopping ist ja im Endeffekt, dass die Ware in meisten Fällen von AliExpress kommen. Die sitzen gerade in China. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, du hast ein Dropshipping-Modell. Deine Kunden werden die Produkte aktuell in der aktuellen Situation nicht bekommen, weil die einfach aus China kommen. Ja. Und zum einen hast du eine sehr, sehr lange Lieferzeit, meistens so zwischen 3 bis 5 Wochen, wo die Kunden auf ihrem Produkt warten müssen. Und ich meine, wir haben den größten Konkurrenz, den Amazon. In den meisten Fällen von Dropshipping gibt's diese Produkte auch in Amazon. Da sind sie meist sogar noch günstiger. Und die Kunden haben es in 1 bis 2 Tagen, haben sie es bei sich zu Hause. Und das konnte ich natürlich für nicht mehr selber dahinter stehen, weil ich mich ja selber darüber ärgern würde, wenn ich eine Hundeleine mir bestelle und muss dafür 5 Wochen warten.
wo der Einkauf vielleicht nur 1 Euro wäre, aber in der Zwischenzeit hätte ich irgendwo lokal irgendwo hingehen können oder ich hätte es ihm halt über Amazon bestellt. Und deswegen habe ich mich dann von das Businessmodell Dropshipping verabschiedet. Verstehe. Jetzt bist du bei Print on Demand, das heißt aber nicht, dass du Bücher und Visitenkarten druckst, sondern das sind schon Klamotten, Hüte, also Stoffartikel, ne? Genau, es geht von Stoffartikeln, aber genauso wie Tassen kannst du bedrucken, du kannst Poster bedrucken, du kannst Kissen bedrucken, Handtücher, also von Textilien, aber auch so wie, ich arbeite mit Printful, da kannst du auch Schmuck dir einlasern lassen. Also da ist die Produktpalette sehr, sehr groß, wo du unterschiedliche Sachen auch ausprobieren kannst. Hm, und im Endeffekt natürlich deinen eigenen Brand machen kannst mit deiner Marke. Ja, eine richtige Nummer wie es im Online-Geschäft. Wie läuft sowas ab? Wie baut man so eine Marke auf? Ja, im Endeffekt ist es ja ganz einfach. So mehr Verkäufe du hast, umso automatisch wirst du zu einem Brand. Oh. Ja, so, das ist einfach mal jetzt grob runtergesetzt, aber du kannst natürlich auch unterschiedliche Kooperationen eingehen, wenn du jetzt in einer Nische bist, sagen wir mal im Sport, dass du dir Influencer suchst, die dann für dich anfangen, die Produkte zu werben, dass du auf Etsy rübergehst, dir da Kooperationspartner suchst und so kannst du natürlich Stück für Stück dir deinen eigenen Brand aufbauen. Mhm. Du bist ja mit dem VfB Oldenburg zusammen, ne? Ja. Wie geil ist das denn? Wie kommt man daran? Also du hast den Fanshop von denen aufgebaut und verdienst dann daran mit, oder was? Richtig, ich habe mehrere Shops, wo ich das aufgebaut habe, wo ich gesagt habe, ich möchte da jetzt kein Geld für haben, sondern ich möchte einfach eine Gewinnbeteiligung haben. Und so habe ich dann vom Kunden zu Kunden unterschiedliche Umsatz. Beteiligung dabei. Das ist eben die Idee, die ich so liebe. Einfach zu gucken, hey, wer hätte das gerne, wer hat's noch nicht und hinzugehen und zu sagen, hey, ich würde mal kostenlos arbeiten und wenn es erfolgreich ist, dann profitieren wir beide davon, weil du bist ja jetzt der Einzige, der mit deren Logo Geld verdienen darf, außer dem Verein selber. Richtig. Wer designt es dann? Machst du das auch selber und schlägst es denen vor oder? Kriegst du das okay? Gut, beim VfB Oldenburg ist es so, ich habe einen relativen Freiraum, weil sie mir einfach komplett blind vertrauen. Ich lasse es natürlich immer noch ein bisschen absegnen, auch vom neuen Designs her, was ist die neue Kollektion, will man irgendwas Besonderes machen. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass ich da freien Lauf habe und das Designs mache ich selber mit meinem Team zusammen. Okay. Ja, die Idee. Also ich muss auch dazu sagen, zum Beispiel jetzt wie beim VfB Oldenburg, ich meine, das ist ein Viertligist. Die haben natürlich nicht, ich sag mal, das Kapital wie ein Borussia Dortmund oder FC Bayern. Das heißt, bevor ich angekommen bin, die hatten in ihren Online-Shop, hatten die, glaube ich, 5 Produkte gehabt. Ja. Dann habe ich bei denen auch den Vertriebsweg eingebaut mit Print of Demand. Das heißt, sie haben jetzt natürlich dadurch keine Lagerkosten, die müssen sich nicht um den Versand kosten. Hörst du mich noch? Ich bin noch da. Ja, ja. Bei uns ist die Kamera ausgefallen, unser Netz ist nicht so das Beste. Meine Frau hat einen Herd ausgeschaltet, aber dann müssen wir sind weiter am Aufzeichnen, alles gut, einfach weiterreden. Ja, wo war ich? Wie gesagt, der VfB Oldenburg hat natürlich nicht das Geld wie ein Borussia Dortmund und die hatten 5, 6 Produkte in ihrem Sortiment gehabt mit dem neuen Vertriebsweg mit Print on Demand, was ja eigentlich nur so viel heißt, wie ein Kunde bestellt bei dir in deinen Shop, dann gibst du diese Bestellung an deine Druckerei weiter und der druckt dann das Design auf das jeweilige Textil und er verschickt es auch direkt. Das heißt, du musst keine Mindestbestellmenge anfordern von 1.000, 2.000 Produkten und musst so und so viel Geld erstmal investieren, damit du überhaupt einigermaßen eine Kollektion hast, sondern du kannst immer sehr, sehr viel ausprobieren und sehr, sehr, sehr viel testen. Und das spielt natürlich bei einem Verein wie der VfB Oldenburg natürlich sehr in den Karten. Und wir haben uns letztens mal die Zahlen angeschaut von den letzten 10 Jahren vom Online-Shop und die letzten Monate von November bis März jetzt und wir haben mehr Umsatz generiert als in den letzten 4 Jahren insgesamt.
So, und was war natürlich ausschlaggebender Punkt, war natürlich das Geschäftsmodell mit Print on Demand. Ja, und da ist natürlich auch der Fußballverein sehr begeistert. Richtig, und die Fans natürlich auch. Eben. Das ist natürlich eine geile Nummer, das eröffnet ja ganz neue Wege. Welche Kooperationen hast du noch? Ja, ich arbeite mit Paul Juwitz zusammen, ein großer Uhrenhersteller, Schmuckhersteller. Dann arbeite ich, habe dann natürlich noch meine eigenen Shops, bin da zum Beispiel in der Kochnische mit tätig, weil ich ja selber gelernter Koch bin. Das heißt, ich kenne die Sprache der Köche. Ich weiß, ich kann da auch im Marketing kann ich ein bisschen aggressiver sein, also jetzt nicht in Form, dass ich die belästige, sondern einfach von den Werbetexten kann ich ja ein bisschen aggressiver sein. Und da bin ich natürlich sehr, sehr erfolgreich, weil ich einfach die Sprache von den Köchen verstehe. Und wie kommst du an diese Designs jetzt ran? Weil jetzt stelle ich mir natürlich vor, ist ja schön und gut, wenn du mir das anbietest, mich da auszubilden. Ich werde vielleicht auch noch kapieren, dass ich eine Nische finde. Aber ich bin ja kein Marketing-Texter und was ich noch weniger bin, ist Grafiker. Ja, ja, also erstmal muss man natürlich schauen, was die Konkurrenz macht. Da kannst du natürlich, sag jetzt mal ein Beispiel, gehst einfach auf Google, schaust mal die Nische an, sagen wir mal die Biernische oder Mallorca-Nische. Und dann gibst du einfach das bei Google an, da findest du schon mal die erste Designs, ja, und dann kannst du den einfachen Weg zum Beispiel einfach über Fiverr, dich beim Fiverr einen Designer aussuchen, da kannst du einfach T-Shirt-Designer in der Suchleiste eingeben bei Fiverr und da werden dir dann schon einige angezeigt, da musst du natürlich ein bisschen aufpassen, also investier lieber erstmal ein bisschen mehr Geld in das Design rein, weil das ist das A und O in diesem Geschäft. Und das ist natürlich die Recherche, Designrecherche, das ist 80% deiner Tätigkeit in diesem Online-Shop, weil sonst musst du nichts anderes machen. Die Bestellungen gehen dann automatisch, es geht automatisch zu der Druckerei, das heißt, du musst da auch nichts mehr machen. Ach, wie geil. Kundensupport hast du so gut wie gar nicht oder eben halt wenig, außer es ist vielleicht mal irgendwie ein Produkt, was irgendwie zu groß ist oder zu klein ist. Und so hast du wirklich nur 80% deiner Tätigkeit, was nur in Recherche von Designs angeht. Und so mehr du natürlich den Designer auch bezahlst und so bekommst du natürlich eine beste Qualität. Und beste Qualität, wissen wir alle, verkauft sich immer besser. Das ist klar. Womit muss ich rechnen, außer den Ausbildungskosten an Fixkosten pro Monat? Wir haben jetzt gesagt, 30 Euro kostet Shopify. Jetzt steckst du 5 Euro pro Werbeanzeige da rein. Wie viele Werbeanzeigen laufen im Monat etwa? Und wie viele Designer muss ich im Monat bezahlen? Was habe ich denn so an laufenden Fixkosten im Monat? Ja, also die größten laufenden Fixkosten sind die Werbeanzeigen. Da muss man immer selber schauen, wie viel Budget man am Anfang hat. Ich sage mal so, mit zwischen 1.000 Euro bist du gut dabei. Wenn du 3.000 direkt investieren kannst, dann stehen dir alle Türen offen. Also dann bist du sehr, sehr schnell, wo du auch deine Umsätze wieder drinne hast. Und sonst hast du die Kosten von Shopify, wie gesagt, das sind diese 30 Dollar. Bei Fiverr bezahlst du so, sag mal, gute Designer bezahlst du zwischen 5 und 10 Dollar und da machst du am besten aber pro Design oder pro Stunde oder was? Im Endeffekt pro Design, aber du kannst immer mit denen sprechen. Ich würde die erst kontaktieren, sagen, ich habe hier das als Inspirationsbild, ich möchte gerne diesen Text ausgetauscht haben mit denen und ich möchte da irgendwie noch Anpassungen haben, damit das ja nicht kopiert ist, sondern nur inspiriert wurdest. Und dann redest du einfach mit denen und sagst, pass auf, ich möchte aber direkt gleich 5 unterschiedliche Designs haben. Mach mir bitte ein Angebot. Und dann bist du, ja, ich sag mal so bei 50 Euro bist du so bei 5 Designs bist du dabei. Ja, sowas hatte ich auch im Kopf. Ich bin ja auch öfter auf Fiverr unterwegs. Cool. Wir haben vor 2 Tagen schon mal drüber gesprochen. Das Konzept hat mich deswegen fasziniert, weil ich gerade jetzt, wenn ich zu Hause sitze, also ich sitze ja immer zu Hause, aber die meisten eben nicht, gerade jetzt machen sich so viele Gedanken und kommen über den Panzerknacker zu mir, Markus, was kann ich machen, was ist der schnellste Weg, was aufzubauen, und es ist wieder wie die Faust aufs Auge und zufällig reden wir drüber und jetzt bauen wir das halt mal auf. Wie das funktioniert, wie wir das machen, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber wir fangen an, und zwar fangen wir an ab nächster Woche, Montag, den irgendwas 20.
März 2020. Ich habe keine Ahnung, welches Datum am Montag ist. Ich auch nicht. Da für mich jeder Tag fühlt mich wie ein Samstag an. Ja. Du sprichst mir aus der Seele, mir auch. Ja. Also was ja noch sehr interessant ist, eben halt das E-Commerce-Geschäft, das ist wirklich die Zukunft. Zum einen, wenn du dir jetzt damit anfängst, viele denken, es ist ja schon im Trend, dieses E-Commerce, eigenes Online-Shop. Ja. Wir sind aber sehr, sehr weit davon entfernt, als was jetzt zum Beispiel in Übersee in Amerika passiert. Die sind da schon viel, viel weiter. Und wenn man jetzt, sag ich mal, auf diesen Zug aufspringt, sich ein selbstbestimmtes Leben erfüllen möchte mit E-Commerce, dass du die Möglichkeit hast, überall auch zu arbeiten, von zu Hause, auf den Malediven, wo auch immer. Und in 3 bis 5 Jahren, wo dann wirklich alle damit anfangen, dann bist du schon lange zu einer Weltmarke geworden, nenne ich es jetzt mal. Also es ist der perfekte Zeitpunkt, jetzt mit seinem E-Commerce anzufangen. Sehe ich auch so. Wir werden das einfach tun. Es wird in Zukunft 5.000 oder 6.000 Euro kosten, diese Ausbildung. Es werden auch nicht allzu viele Leute immer mit reingenommen. Wir werden jetzt mal eine Ausbildungsgruppe nächste Woche beginnen. Also bis nächste Woche kann man sich bei dir noch bewerben. Wir haben gesagt, wir nehmen mal 10, 11 Leute rein. Wir haben schon 6, 7 Plätze verkauft. Das ist witzig. Also das ist auch keine künstliche Verknappung jetzt, Leute. Wir haben nur noch 3 oder 4 Plätze frei. Kostet jetzt einmalig 1.500 Euro und du garantierst eine Umsetzungsbegleitung, solange bis 10.000 Euro wieder an Gewinn zurückgeflossen sind. Solange stehst du an der Seite, solange hilfst du mit optimieren. Wir machen das die Ausbildung on the fly. Also das heißt, du produzierst gerade Tag und Nacht wie wild die Videos und baust das gerade auf. Ab Ende nächster Woche frühestens werden die dann ausgespielt im Wochenrhythmus. Und zusätzlich gibt es noch einen wöchentlichen Zoom-Call, also einen Videocall, wo jeder zu Wort kommt, wo jeder abgegriffen wird. Hey, wo stehst du? Wo hast du Probleme? Wie können wir es verbessern? Und gerade in der Nischensuche stehst du auch jedem Einzelnen persönlich zur Verfügung. Also 10 Leute, eine kleine Gruppe. Sehr interessant, einfach um Proof of Concept abzuliefern. Und wenn noch 2, 3 Leute dabei sein möchten, panzerknacker-podcast.com/Shopify. Ja. Da kommt man dann einfach auf deine Seite weiter, muss ich bewerben. Wir nehmen niemanden an, der sich in allzu heftige finanzielle Notlage mit den 1.500 bringt. Das möchten wir nicht. Aber Leistung muss auch bezahlt werden. Es gibt monatelange Umsetzungsbegleitung. Was auch noch relativ cool ist, du führst zuerst mal ein Gespräch mit denen. Also es ist wirklich eine Bewerbung. Du kannst nicht einfach auf den Kaufen-Button drücken. Nein, also ich finde es sehr, sehr wichtig, weil wir gehen eine langfristige Kooperation ein. Im besten Fall wäre es natürlich schön, wenn es auch über Jahre geht, dass man zusammen wächst. Und da muss natürlich die Bereitschaft erstmal da sein. Ich möchte oder wir wollen natürlich auch gerne, dass wir die Plätze allgemein, also nicht nur bis wir jetzt diese 10, 12 Plätze erreicht haben, sondern auch jeden Monat, dass wir wirklich nur sagen, okay, wir nehmen nur zwischen 10 und 12 Plätze an, weil dann können wir zu 100% auch unseren Service garantieren, das heißt mit den Zoom-Calls. Dann, was jetzt vergessen wurde, es gibt ja für jeden Einzelnen gibt's eine WhatsApp-Gruppe. Ja. Das kenne ich ja nur zu Genüge. Ich bin selber ja auch nicht derjenige, wenn ich da irgendwo im Coaching bin und da sind 100 Leute dabei und ich habe da jetzt irgendwie ein Problem und ich denke, das ist jetzt irgendwie eine blöde Frage, was denken die anderen Leute von mir? So bekommt jetzt jeder seine eigene WhatsApp-Gruppe, wo er dann mit uns auf seine Situation eingehen kann oder erklären kann. Und es bekommt dann eben halt auch kein anderer mit, sondern es bleibt dann alles dann schön unter uns. Ja. Nochmal, du verdienst mit jedem Online-Shop mehrere 1.000 Euro im Monat. Wie viel, musst du nicht sagen. Und es ist, und du sagst klipp und klar, es ist für jeden super leicht nachzubauen. Ja, also ich mache ja im Endeffekt, ich öffne ja einfach nur mein Tagebuch. Also ich meine, ich stelle jetzt gerade einen neuen Online-Shop, was dann auch jeder im Internet sehen wird. Und ich gehe natürlich alle Schritt für Schritt durch. Also auch für Anfänger, die, sag ich mal, noch nie was mit Online-Marketing zu tun haben, zeige ich denen ja ganz genau, wo ist der Facebook-Pixel, wie mache ich einen Business-Account, wie mache ich eine Fanpage, wo bekomme ich mein Profilbild hin, wo bekomme ich mein Logo her. Ich gehe ja alles Step by Step, haargenau durch.
Und im Endeffekt öffne ich einfach nur mein Tagebuch. Und ihr müsst einfach dann nur das umsetzen, was ich tue und was ich sage. Und dann seid ihr auch erfolgreich. Ja, kriegen wir hin. Das neueste Panzerknacker-Projekt. Diesmal mit dem Florian Collante, einer aus meinem Backoffice eigentlich, der im Hintergrund mich unterstützt und mir hilft seit vielen Monaten. Und mit dem ich auch einen engeren Kontakt habe. Und jeder, der in die erste Gruppe jetzt mit reinkommt, wird auch noch 2, 3 weitere Leute aus dem Panzerknacker-Team mit kennenlernen. Wir sind da alle mit dabei, wir haben da Bock drauf. Und gemacht haben wir es noch nicht, aber jetzt ist die Zeit da. Wer sich's leisten kann und was Neues ausprobieren möchte, hier ist die Chance. Ansonsten, haben wir irgendwas vergessen, was wir noch sagen müssen, Flo? Nee, ich denke, es ist eigentlich ist abgearbeitet, gesagt. Ne? Und wie gesagt, sonst gibt es ja das Beratungsgespräch noch, wo man noch seine Fragen stellen kann. Ja. Und wenn wir der Meinung sind, na, du bist jetzt noch nicht so weit, dann haben wir auch kein Problem, dir zu sagen, dass du doch besser noch eher noch warten solltest. Also wir wollen alle zusammen wachsen und wir sind erfolgreich, wenn die Teilnehmer auch erfolgreich sind. Genau. Also. Wie gesagt, 6, 7 Letzte sind schon weg. Die sind für uns intern weggegangen, weil wir natürlich die Ersten sein wollten. Sorry, but an der Quelle saß der Knabe. Und ansonsten für alle anderen, die jetzt sich noch einen der letzten 4, 3, 4, 5 Plätze schnappen wollen, panzerknacker-podcast.com/Shopify. Und so Ende nächster Woche, Anfang übernächster Woche wird das Onboarding dann stattgefunden haben, wird das alles bereit sein. Und dann geht die ganze Luzi los und wir können die Zeit vernünftig nutzen. Und es ist, was für einen Zeitaufwand haben wir etwa pro Woche? Also man ist gut dran, wenn man so zwischen 3 bis 5 Stunden, 2 bis 4 Stunden am Tag investiert. Hey, jeden Abend unter der Woche 1 Stunde abends. Ja, ja. Einfach mal RTL früher 2. von der Bar zurückkommen und sich hinpflanzen und seinen Arsch aufreißen. Ich fange ja selber jeden Tag an von neu. Also ich stehe jeden Morgen auf und sage, mein Konto ist gerade leer. Ich muss heute Gas geben, damit am Ende des Abends mein Konto wieder voll ist. Und wenn man jeder so 2 bis 4 Stunden investiert am Tag, dann steht auch nichts im Wege. Und das Schöne ist, ich möchte es nochmal betonen, du bist Sonderschüler, aber nicht dumm und hast ein perfektes Mindset. Und das mag ich so. Kann sich manch anderer eine Scheibe abschneiden? Die ganz Intelligenten, die kein Geld verdienen. Aber okay, hey, muss jeder selber wissen. Alright, Leute, ihr habt die Koordinaten, wenn es Fragen gibt, über die bekannten Kanäle, über Facebook, über E-Mail, über Speakpipe auf meiner Webseite panzerknacker-podcast.com ist rechts ein kleiner Button. Damit kannst du mir direkt Sprachnachrichten schicken. Tu das, mach das, wir werden sie alle beantworten. Und dann haben wir wieder ein schickes neues Business, das komplett alleine läuft. Und ihr habt mich ja gefragt, wie kann man online mehr Geld verdienen? Hier ist die Chance und das mit gar nicht viel Geld. Alright. Ansonsten bitte bleibt gesund, achtet auf euch, seid auch ein bisschen für eure Nachbarn und Mitmenschen da, denkt einfach dran, wer jetzt Hilfe braucht, gerade die älteren Menschen oder die anfällige Zielgruppe im Rollstuhl oder ähnliches. Handelt bitte nicht dumm, handelt reflektiert und ich weiß, dass ich auf euch zählen kann. Denke mal dran, sei die Stimme, nicht das Echo. Ciao, ciao. Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Die Informationen, die du in dieser Episode erhalten hast, werden natürlich wie immer durch die zusätzlichen Informationen in den Shownotes auf www.panzerknacker-podcast.com ergänzt. Schau einfach mal rein. Dies ist eine Markus Habermehl-Produktion. Bitte besuche mich auch nächste Woche wieder für eine weitere Folge vom Panzerknacker-Podcast.